Wälder, Wiesen, stattliche Bauernhöfe, ländliche Idylle wie aus dem Bilderbuch. Auf den ersten Blick erscheint die Gemeinde St. Georgen am Villmannsbach wie eine übliche Gemeinde auf dem Land. Man muss allerdings schon einen zweiten Blick auf die 400-Seelen-Gemeinde werfen, um zu erkennen, warum dieser kleine Ort im Bezirk Braunau eine derart große Wohn- und Lebensqualität bieten kann. Denn selbstverständlich ist das für eine Gemeinde mit dieser Einwohnerzahl nicht. Unsere Gemeinde ist eine kleine Landgemeinde mit 410 Einwohnern, die auch nur zum Großteil bäuerlich strukturiert ist. Es ist jedoch schon frühzeitig die Möglichkeit geschaffen worden von Seiten der Gemeinde, dass sie die vorhandenen Gewerbebetriebe erweitern können und auch, dass auch neue Gewerbebetriebe angesiedelt worden sind. Und von dieser Gewerbepolitik profitiert die Gemeinde heute noch. Heute ist das Geheimnis des Erfolges das Gewerbegebiet Villmannsbach mit großen Firmen. Früher war es die Brauerei König. Bereits im Jahre 1425 wurde diese Brauerei gegründet. Die Wirtschaftskraft der Brauerei war maßgeblich daran beteiligt, dass St. Georgen schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts bereits ans Telefon- und Stromnetz angeschlossen wurde. Ein Luxus, der zu dieser Zeit noch nicht weit verbreitet war im Bezirk. Insgesamt 545 Jahre lang hat man in der Privatbrauerei fleißig gebraut, ehe der Betrieb 1970 eingestellt wurde. Ein Schlag für die Gemeinde. Aber die Menschen in St. Georgen erkannten auch gleichzeitig die Chance darin. Sich neu aufstellen, war die Devise. Das Brauereigebäude wurde schließlich mit der Plakette des Innviertler Kulturkreises ausgezeichnet und dieses erfolgreiche Stück Vergangenheit steht heute unter Denkmalschutz. Die Zukunft für St. Georgen ist aber nur ein paar hundert Meter entfernt. Neben einigen erfolgreichen Kleinbetrieben heißen heute die Leitbetriebe OTN und Binderberger. Durch die ideale Lage für unsere Gewerbegründe an der B156 ist es möglich, dass unsere Gemeinde, die auch eine Wohngemeinde ist, ein derartiges Gewerbegebiet hat. Denn durch diese Straße sind die Wohngegenden von der Gewerbegegend gut getrennt. Übersehen kann man das Gewerbegebiet nicht, denn die Verzinkerei OTN hat direkt vor die Firmenzentrale eine MIG 21 gestellt. Aber wie kam der Firmengründer darauf? Die Grundidee war das, irgendwas neben der Straße brauche. Und dann habe ich mal im Internet angestöbert, dann bin ich in Ostdeutschland auf die MIG gekommen. Das war dann wegen so einer Nacht- und Nebel-Aktion, die hat ganz schnell da sein müssen. Und bedeutet schnell, schlank und präzise. Herzstück der Firma ist aber das 15 Meter lange Zinkbad, eines der größten in Österreich. Erfolgreich akquiriert OTN nicht nur im Heimatmarkt und dem süddeutschen Raum, sondern auch in unmittelbarer Nachbarschaft. Wie zum Beispiel bei der Maschinenbau GmbH Binderberger. Die Firma Binderberger produziert Brennholz, Kreissägen, Brennholzvollautomaten, Brennholzspalter, also alles für die Brennholzaufbereitung. Und wir nutzen einfach diese Synergien und das ist so praktisch, dass der Nachbar da gleich irgendwo unsere Maschinen verzinkt und wir damit auch, ich sage mal, ein Marketingargument haben. Komplettiert wird das Gewerbegebiet Villmannsbach mit der Spedition Dicker. Von hier wird aber nicht nur ausgeliefert. Die Spedition verfügt über drei Lagerhallen mit einer Gesamtfläche von mehr als 15.000 Quadratmetern. Zudem werden von St. Georgen aus sämtliche logistischen Abläufe koordiniert. Das Unternehmen gehört zum Teil aber auch zur Nachbargemeinde Handenberg, mit der man außerdem eine Verwaltungsgemeinschaft praktiziert. St. Georgen zeichnet sich jedoch nicht nur durch seine Gewerbetreibenden aus. Das Vereinsleben in unserer Gemeinde kann als sehr aktiv bezeichnet werden. Wir haben Vereine für die Jugend, für die Senioren, für verschiedene Sportarten, einen Kameradschaftsbund. Und besonders zu erwähnen ist unsere freiwillige Feuerwehr, die hervorragend aufgestellt ist und, wie er die Vergangenheit bewiesen hat, immer gebraucht wird. Erwähnen möchte ich auch noch unseren Stockschützenverein, der äußerst aktiv ist. Und so sind wir in unserer kleinen Gemeinde sehr gut aufgestellt. Übrigens, ein Ort, an dem die örtlichen Vereine und Bewohner gerne zusammenkommen, ist in der heutigen Zeit das Gasthaus Wirt Scheuern. Gemeinsam angepackt wird aber nicht nur in den Vereinen, sondern auch bei der Renovierung der Kalvarienbergkapelle. Diese befindet sich in Privatbesitz und wurde durch viel Eigeninitiative der Besitzer sowie Mitarbeit vieler freiwilliger Helfer saniert und restauriert. Zu erreichen ist die Kapelle über eine steile Stiege. Die Strapazen, dort hinaufzukommen, lohnen sich jedoch, denn in der Kapelle finden sich an die 70 bäuerliche Votivtafeln. Gerade auf diese Tafeln, die von ihren Vorfahren stammen, sind die St. Dieringer besonders stolz. Stolz ist man hier auch auf die Pfarrkirche, die bereits 1040 in einer Urkunde erwähnt wurde. Geweiht ist sie dem heiligen Georg.
Die heutige Kirche wurde Anfang des 15. Jahrhunderts im gotischen Baustil errichtet und beherbergt noch original barocke Kirchenstühle, die hauptsächlich aus dem 18. Jahrhundert stammen. Noch in seiner ursprünglichen Form erhalten ist übrigens der Westturm der Pfarrkirche. Viele hundert Jahre versteckte sich dieser wertvolle Ring. Er stammt noch aus der Bronzezeit und sein Fund ist eine besondere Geschichte. Wir haben da einen Bauern rausgehört und dort auf einmal geschäbert. Da habe ich geglaubt, das ist ein Trumpf von einem alten Rostgeschirr. Und dann habe ich mir gedacht, das muss doch was Besonderes sein. Jetzt habe ich dann einmal in Salzburg in den Carolinen Augusteum anschauen lassen und dann haben gesagt, das ist ein Armreifen aus der Bronzezeit. Ausgestellt wurde der Ring im Zuge der Gemeindeamtssanierung im Jahr 2008. St. Georgen am Villmannsbach, eine kleine Gemeinde, die den Spagat zwischen erfolgreichem Gewerbe und angenehmer Wohnqualität geschafft hat. Davon profitieren diese Kinder mit dem neuen Spielplatz bereits jetzt, aber sicherlich auch als Gemeindebürger von St. Georgen in Zukunft.